Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge. Es geht für uns in den tiefen Abgrund und wie ihr das immer kennt, für uns heißt es eigentlich nur wieder größtenteils Looms ignorieren, weil sie uns meistens eh zu irgendwelchen blöden Sachen verführen. Und ansonsten einfach langsam, so lange wie wir brauchen, halt eben langsam runterfallen. Ja gut, hier können wir natürlich auch sehr achten. aber einfach so langsam wie möglich runterstürzen und dann sollte das alles kein Problem sein. Hier haben wir kurz die Rampe. Da richten wir uns ausnahmsweise nach den Looms, gehen wieder ganz langsam vor, sammeln sich hier auch noch weise ein. Wenn hier am Anfang jetzt der Wind kommt, dann wird auf der Seite wahrscheinlich auch entsprechend der Bumper sein. So, hier auch nochmal, da wissen wir, das geht nicht zu. Die Looms sind sehr, sehr gefährlich, wenn man die mitnimmt, weil sie einfach, ja, die sind zu schnell meistens halt eben. Und man stürzt dann zu schnell nach unten und probiert sie doch noch irgendwie mitzunehmen, was einen dann doch manchmal auch in sehr prädulierte Lagen bringen kann. So, hier erahnen wir auch wieder einen Bumper. So, und die sind, wenn man noch Anfänger sind, recht blöd. Am besten ist es, der Ventilator oder der Helikopter zwischendurch kurz auszuschalten und dann kommt man da eigentlich recht schön durch. Auch hier bei den Seilen ganz schnell durchfliegen, dann ist das alles kein Ding. Dafür bekommen wir jetzt wieder hier eine Pause, ganz langsam durch. Wir nutzen die Zeit ein bisschen zum Entspannen. Und hier kommt nochmal die Quetsche, kennen wir ja. Einfache Variante, einfach nur wieder ganz schnell durch. Und dann haben wir das Ganze. Dafür können wir jetzt hier wieder ein bisschen chillen. Ganz langsam durch, 600 Meter haben wir schon, das heißt die Hälfte von Gold ist schon lange überwunden. So, hier auch ganz vorsichtig durch. So, hier kommt wieder der schwierige Teil. Hier den Ring erwischen, langsam durch. Zur Not können wir hier auch einfach mal eine Minute warten, wenn unsere Hände irgendwie schwitzig sind oder was weiß ich, wenn wir zu aufgeregt sind gerade. Dann kann es hier ganz vorsichtig. Hier die Kurven ganz eng. Und dafür bekommen wir hier auch nochmal halt eben eine Bumperpause. So, und haben schon 800 Meter. 200 Meter fehlen uns noch. Hier einfach ganz am Rand wieder durch. Die sind mies am Anfang. Wir probieren die so früh wie möglich zum Verlassen einen gleichen Helikopter wieder einzuschalten. So, hier auch einfach drüber springen lassen. Ganz vorsichtig. Und hier beim letzten dann halt eben einen ganz hohen Sprung. Ja, auch wieder so kurz wie möglich über das Seil. Ja, auch das gleiche nochmal. Wir bekommen es auch noch ein drittes Mal. Ich glaube, das war dann schon nach der... Wir durften eigentlich jetzt schon 936, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wir durften eigentlich jetzt schon die Goldgrenze passiert haben. Genau, hier noch das dritte Seil. Da habe ich eigentlich gedacht, da verwischt es mich direkt am Rand hier noch. Ja, auch wieder ganz vorsichtig, einfach Bumper treffen, dann haben wir es. Und wir haben schon über einen Kilometer zurückgelegt. Weiter nach unten. Ja, auch wieder ganz am Rand, wenn wir den sehen. Es sind immer die gleichen Elemente. Deswegen können wir da eigentlich, wenn wir einmal die Elemente kapiert haben, wie sie funktionieren, soll es eigentlich kein Problem sein. Ja, auch wieder. Ich bin ein bisschen vorsichtig. So, ganz hoch. Und dann haben wir alle Zeit der Welt wieder. Hier wieder das Seil. So kurz wie möglich. Und dann geht es ganz vorsichtig weiter nach unten. Wenn wir das sehen, dann ist meistens irgendwas Böses. Okay, hier einen Schlag zwischen machen, damit wir nicht zu viel Seitengeschwindigkeit haben. So, ganz vorsichtig durch. So. Und schon bekommen wir die Augen. Das heißt, wir probieren am Anfang möglichst weit runter. Und danach bleiben wir immer im Schweif der Augen. Solange wir nicht vorne das Auge berühren, ist, ja, würden wir überleben. Das ist die mieseste Stelle von dem gesamten Level. Und ja, haben wir auch geschafft. Und wir kommen weiter. So, und da habe ich vergessen, dass man eigentlich nach unten stürzen sollte. Okay, das war's für heute. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde in der Daily Challenge. Bis dann! Oh, ho, ho.